Was glaubst du? Ist Deutschland wirklich überbevölkert? Errechnen wir doch einfach einmal, ob dies stimmt. Geh dazu einfach auf Wikipedia und gib Deutschland in der Suche ein. Weil so erfahren wir die Fläche und die Bevölkerung Deutschlands. Was wir dann feststellen ist, dass Deutschland, wenn man großzügig aufrundet, 84.271.000 Einwohner hat. Als nächstes sehen wir uns die Fläche Deutschlands an. Da steht, es sind 357.588 Quadratkilometer. Um alles jetzt noch einfacher zu veranschaulichen, rechnen wir die 357.588 Quadratkilometer in Quadratmeter um. Wir wissen, ein Quadratkilometer hat 1000 Quadratmeter Länge und 1000 Quadratmeter Breite. Dies multipliziert ergibt 1.000.000 Quadratmeter in einem Quadratkilometer. Also teilen wir nun einfach die 357.588.000.000 Quadratmeter durch die 84.271.000 Einwohner und erhalten 4.243,31 Quadratmeter, die jedem Deutschen gehören würden, wäre das Land gerecht aufgeteilt. Einer fünfköpfigen Familie würden dann 21.216,55 Quadratmeter zustehen und da 100 Quadratmeter ein A sind, wären das 212,1655 A und umgerechnet in Hektar sind das 2,12 Hektar Land für eine einzige Familie. Also Deutschland, wo ist die gerechte Aufteilung des Landes? Da sich die deutsche Politik immer darüber beschwert, dass wir immer weniger Deutsche jedes Jahr werden und es immer mehr Kinderlose gibt und dafür mehr Alte, müsste der einzelne Deutsche immer mehr Land besitzen. Würde jeder Deutsche sein eigenes Essen auf diesen 4.243,31 Quadratmetern anbauen, hätten wir paradiesische Zustände im Land. Klar, einem Faulen wäre das zu viel Arbeit, aber dieser ist dann selber schuld, wenn er nichts leistet. Viele Supermarktimporte wären überflüssig, man würde sehr viel Geld für Produkte sparen, die man selber produziert, und Deutschland ist ein sehr fruchtbares Land, wenn man es ordentlich nutzt.